Der Bäuerinnentag 2015 stand unter dem Motto Gemeinsam unterwegs und begann mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche Kriglach, zu dem auch Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl gekommen war. Im Pfarrsaal Kriglach eröffnete die Musikgruppe Gute Mischung aus Kindberg den festlichen Teil des Bäuerinnentages. Bezirksbäuerin Anna Miesebner konnte nicht nur viele Bäuerinnen aus dem Bezirk Mützzuschlag begrüßen, sondern auch viele Ehrengäste. Darunter auch Präsident der Landwirtschaftskammer Steiermark, Franz Dietschenbacher. Welche Bedeutung hat dieser Bäuerinnentag für Sie? Dieser Bäuerinnentag ist schon von besonderer Bedeutung. Man hat die Vielfalt der Menschen da erleben dürfen. Und vor allem sind unsere Bäuerinnen Botschafterin für unsere heimischen wertvollen Lebensmittel. Sie sind Kulturträger und sind Botschafterinnen im ländlichen Raum. Und dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Die Bäuerinnen, die Bauern leben gemeinsam mit unseren Konsumentinnen und Konsumenten und jeder Teil hat so seine Verantwortung wahrzunehmen. Die Bauernschaft produziert, erzeugt wertvolle Lebensmittel und wir sind natürlich in einer wertvollen Partnerschaft mit unseren Kunden, mit unseren Konsumentinnen und Konsumenten und da geht es nur gemeinsam, dass wir diese, unsere Zukunft, gemeinsam gestalten. Musikalisch wurde diese Feierstunde von Schülern der Musikschule Kindberg begleitet. Die Ehrengäste übrigens erhielten ein sehr originelles Erinnerungsgeschenk. Aber auch viele Bäuerinnen wurden geehrt. Ja, es ist ein Ehrentag für uns Bäuerinnen, wo die meisten ausgezeichnet worden sind für ihre langjährige Tätigkeit für die Bäuerinnenorganisation. Der Bäuerinnentag im Bezirk Mützzuschlag hat eine sehr große Bedeutung, auch für die Kammer. Die Bäuerinnen sind irgendwo die tragende Säule auch bei den Bauern und Bäuerinnen. Sie machen alles, sie organisieren alles. Also wenn man irgendwas braucht von der Bäuerinnenorganisation, das läuft einfach perfekt. Sie sind toll organisiert. Und wenn man irgendwelche nach außen hin bei der Bevölkerung da sein will oder sich sehen lassen will, die Bäuerinnen machen das wirklich mit einer Seminarbäuerinnen, was sie haben, ausgezeichnet und bringen irgendwo den Bauernstand der Bevölkerung näher. Auch die Landjugend hat zu diesem Bäuerinnentag einen Beitrag geleistet. Wir sind die Landjugendbezirk Mützzuschlag. Die Dani ist die Bezirksleiterin, ich bin der Matthias, der Bezirksobmann. Wir sind die größte Jugendorganisation in der Steiermark, aber auch im Bezirk. Wir haben 500 Mitglieder in 7 Ortsgruppen und uns gefreut, dass wir so stark aufgestellt sind und so gut vertreten sind und uns so in die Gemeinschaft einbringen. Wir waren heute beim Bäuerinnentag dabei und haben das Stück von Petra Secker, als ich Christtagsfreudenholen ging, aufgeführt. Und es ist uns heute eine Ehre, dass wir heute dabei sein dürfen. Es ist schon ganz was Besonderes, wenn die Bäuerinnen des Bezirkes da ihren Bezirkstag feiern. Und man sieht einfach auch die Kraft, die in dieser Organisation liegt. Wenn man da sieht, mit welchem Engagement die Bäuerinnen da dabei sind, die wirklich tagtäglich ihren, sag ich mal, ihren Mann stellen, der wirklich für alles verantwortlich sind, daheim für die Familie, für den Beruf am Hof oft die Verantwortung übernehmen und zusätzlich, wie man es heute auch wieder sieht, in der Gesellschaft sehr aktiv auftreten, um einfach die Botschaft hinauszubringen, was sie leisten und welche wertvollen Lebensmittel sie uns, der Gesellschaft, zur Verfügung stellen. Als Gemeindebäuerin von Kriglach freut es mich, dass der Tag heute in Kriglach ist für unseren Bezirk. Und es ist einfach Wertschätzung halt für die Bäuerinnen, ein Tag, dass wir zusammenkommen, ein Tag der Gemeinsamkeit. Es ist sehr wichtig für uns Bäuerinnen, dass wir zusammenkommen, dass wir zusammenhalten, dass wir eine gute Gemeinschaft sind. Und ich bin jetzt auch eine neue Gemeindebäuerin in der Stanz und es ist halt sehr wichtig, das Zusammenhalten. Und dass wir da heute die Ehrungen, die Damen, die geehrt worden sind, das finde ich schon sehr wichtig. Mit der steirischen Landeshymne und für die Vorweihnachtszeit passend, es wird schon gleich dumper, endete die Feierstunde, um anschließend in den gemütlichen Teil überzugehen. Herr Bischof, was geben Sie den Bäuerinnen mit auf den Weg? Ich möchte Dankeschön sagen für Ihren Einsatz. Dankeschön für den Einsatz für die Familie, für die Natur, für das, dass wir leben können da.
in dieser wunderschönen Gegend. Das Zweite, was ich mitgebe, das Einstehen für die Wirklichkeit, dass wir in dieser Welt jemand sind, der diese Welt anvertraut bekommen hat von Gott her. Und in dem Sinn dann natürlich das Bewusstsein, dass wir von Gott her Begnadete sind, wie es so schön biblisch heißt, weil er Mensch geworden ist. Also auch gesegnete Weihnachten gebe ich natürlich mit.